Das ist wirklich, das klingt wie eine Agentenklamotte und wie der latest Twist oder so ein Cliffhanger in so einer, weiß ich nicht, aber das ist überhaupt nicht lustig, denn ich bin ja im Kontakt mit allen möglichen Forschern und anderen Leuten und so weiter und man hört, dass hinter den Kulissen die Besorgnis sehr stark ist bei den Leuten, die wirklich was wissen, dass ihnen was zustoßen könnte, wenn sie auspacken. Und das geht, das muss ich mir noch überlegen, ob ich das sage, aber jedenfalls, Luis Elizondo hat gesagt, war jetzt in einer Show von Matt Ford, The Good Trouble Show, und hat dort also ein schriftliches Statement, also er hat das nicht vor der Kamera gemacht, so Profi ist er, und hat also unter anderem gesagt, er wurde gestern darüber informiert, dass es eine persönliche Drohung gegen ihn gibt und auch gegen mehrere andere Whistleblower, die früher mit der UAP, mit dem UAP-Projekt für die US-Regierung zu tun hatten. Und dann sagt er, darum möchte ich Folgendes absolut klar für das amerikanische Volk ausdrücken. Ich falle nicht leicht Unfällen zum Opfer. Ich bin nicht selbstmordgefährdet. Ich missbrauche keine Drogen. Ich bin auch nicht in illegale Aktivitäten verstrickt. Und wenn etwas mir oder meinen Familienmitgliedern in der Zukunft geschieht, dann werdet ihr wissen, was passiert ist. Und die Art und Weise, wie zum Beispiel der Spiegel darüber berichtet hat, über Jahrzehnte, und darüber habe ich auch sehr viel geschrieben in meinem Buch, in dem Kapitel Desinformation, legt nahe, dass es denen halt wirklich darum ging, das öffentliche Interesse an dem Thema so klein zu halten, wie es irgendwie geht. Und zwar auf eine Art und Weise, die aus einer rein journalistischen, professionellen Perspektive heraus nicht zu rechtfertigen ist. Also das ist, da geht es jetzt hier nicht mehr nur um, okay, die können sich ein Genre aussuchen, wie sie wollen oder so, sondern sie haben wirklich sie haben es über Jahrzehnte geschafft, die wichtigen Fakten wegzulassen, das Vakuum zu füllen mit belanglosem Scheiß, immer wieder mit denselben Stories über Roswell und über diesen Kenneth Arnold und über Oma Elsbeth, die vom Balkon irgendwas Komisches sieht und denkt, es ist ein außerirdisches Raumschiff und dabei war es nur ein Wetterballon. Also es gibt drei Hauptfiguren in dieser Geschichte. Die Hauptfigur Nummer eins ist Kirkpatrick, der langjährige, oder langjährige, der war gar nicht 1,5 Jahre, war er, glaube ich, oder der Leiter von Arrow, der im Dezember seinen Hut genommen hat und seitdem er nicht mehr der Leiter von Arrow ist, als PR-Person von Arrow eine Medientour durchzieht und keiner weiß warum, weil das darf er eigentlich gar nicht. Der ist angeblich unbezahlter Mitarbeiter und das geht offenbar nach den Gesetzestexten nicht, aber wie auch immer, er macht es jedenfalls, läuft überall rum, insbesondere vor Mainstream-Medien, und erklärt allen Leuten, es gibt nichts zu sehen. Und ja, ich war jetzt da jetzt 1,5 Jahre tätig und da ist überhaupt nichts. Was übrigens entgegensteht früheren Aussagen von ihm, was entgegensteht den Aussagen von Arrow und auch Sachen, die auf der Website von Arrow stehen. Aber er macht halt jetzt gerade den Erklär-August, ach nö, da ist gar nichts, ja.